So, willkommen zurück zu The Long Dark. Schön, dass noch ein paar da geblieben sind. Freut mich. Wir sind in völliger Dunkelheit und verlassen die Tankstelle, nachdem wir letztes Mal ein Brecheis gefunden haben. Zufällig. Ah, endlich, endlich. Oh, was ist das denn für ein Wetter? Was haben wir denn? Wir haben Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Tagesbeginn sozusagen. Wir haben die Tankstelle geplündert, wenn ich mich nicht täusche. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir könnten da vorne das Auto noch plündern. Wir sind heillos überladen. Wir sind heillos überladen. Das heißt, oh, der ist leer. Das heißt, wir müssen beim Abseilen müssen wir ein paar Sachen zurücklassen und die dann später wiederholen. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir sind jetzt mitten. Hier sind wir. Ja? Und wir müssen hier hoch. Das heißt, wir können eigentlich von der Tankstelle den Weg hochnehmen. Wie viel Überlastung haben wir denn? 46, 11 Kilo zu viel. Ja, richtig blöd, wenn ich hier nicht sehe. Ich glaube, hier geht's hoch. Von der Kälte her ist es ganz in Ordnung. Das sieht richtig gut aus. Und ich habe schon überlegt, wenn wir jetzt hier runterklettern, wir lassen erstmal einen Teil unserer Sachen oben, die Schlafmatratze, müssen wir natürlich mit runternehmen. Und sind wir im Park von Milton. Doch, ist richtig. Und dann können wir nämlich unten wieder uns ausruhen. Aber wenn wir jetzt runtergehen, runterklettern und auf der anderen Seite gleich wieder hochklettern, dann können wir eventuell das Ganze in einem Rutsch machen. Dann gehen wir nochmal runter, schlafen, holen die restlichen Sachen und klettern. Na, da müssen wir zweimal klettern. Ah. Dann müssen wir doch dreimal wahrscheinlich klettern, das heißt zweimal schlafen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das schneller lösen könnten. Auf der anderen Seite, der Abstieg hier ist nicht ganz so groß wie im anderen Gebiet. Vielleicht schaffen wir da sogar zweimal auf einmal. So, oh Gott, ist es hier dunkel. Hier war die Hütte, das heißt hier vorne müsste dann irgendwo der Abstieg sein. Da oben ist ja die andere Hütte, der Pavillon, und links daneben ist der Stein. Die Tragkraft könnte ruhig 40 sein. Was meinst du denn damit? Wir legen ab erstmal. Was können wir denn? Unten brauchen wir jetzt nicht. Also das zum Beispiel ablegen. Die Steine legen wir ab. Den Hammer legen wir ab. Was ist noch schwer? Das können wir ablegen. Das Buch. Zum Kartografieren, das brauchen wir auch nicht. Das Brecheisen. Ich habe nur 30 bei mir und bin damit immer am Limit. Ach so, du meinst, dass die allgemein zu gering ist? Ja, wir haben ja Gott sei Dank im letzten Stream haben wir uns die Elchhauttasche doch gebastelt. Das war richtig gut. Damit haben wir jetzt 5 Kilo mehr, aber das hast du schon. Na gut, auf der anderen Seite, wenn es dann so viel wäre. Jetzt müssen wir alles da lassen. Wenn es dann so viel wäre, dann ja, würden wir ja wieder. Da wäre es wahrscheinlich zu einfach, könnte ich mir vorstellen. So, ich muss jetzt mal schauen, was haben wir denn hier alles dabei, was so schwer ist? Das gibt's doch nicht. Sticks. Wir haben immer noch 37 Kilo.
Klamotten. Da haben wir keine überschüssigen Klamotten dabei. Wir haben Essen dabei. Die sind ziemlich schwer. Da können wir nochmal 1,5 Kilo einsparen. Mit den Packungen. Oh, das Gewehr. Das Gewehr will ich aber mit runternehmen. Die können wir auch noch ablegen hier. Die Steine. Die Holzkohle, nicht die Steine. So, jetzt sind wir bei 34,88. Gut. So, runter kommen sie alle. Und vielleicht kommen wir auf der anderen Seite gleich hoch. Wir werden uns wieder in der Höhle den Schlafplatz einrichten. Das geht vom Erschöpftsein. Das schaffen wir noch, dass wir auf der anderen Seite hochkommen. Ein Kaninchen, hallo. Lauf! Lauf! Du kannst mir nicht entkommen. Vielleicht holen wir uns noch 1 oder 2 Kaninchen des Fleisches wegen. Also der Nebel hier ist wirklich grausam. So, das Holz und so weiter, das legen wir nämlich direkt dann in der Höhle ab. Das heißt, da sind wir dann auch nochmal einigermaßen erleichtert. Und da müssen wir mal schauen, was wir auf der anderen Seite hochbringen. Zum Beispiel die Holzkohle, das Büchlein. Da müssen wir mal schauen. Also ich soll einen Schwank erzählen aus dem Leben. Ja. Haben wir hier noch was übrig vom letzten Mal? Vergammeltes Wolfsfleisch, das ist schon kaputt. Würde ich aber sowieso nicht mehr essen. Damit wir nicht wieder Darmparasiten bekommen. Oh, dreimal Kohle. Gut, also wir lassen mal alles da, was wir hier nicht brauchen. Den platzieren wir gleich mal neben Feuer. Wer sich Nebel in Spielen ausgedacht hat, gehört ausgepeitscht. Jetzt seid doch nicht so. Ist doch schön, wenn man hier... Okay, die Wölfe sind wieder da. Ich lasse das Jagdgewehr erstmal im Inventar. Das wird abgelegt auf der anderen Seite. Hier müssen wir ablegen. Holz. Zedernholz. Kohle auch. Das müssen wir alles nicht mit hochnehmen. Ich könnte alles essen. Nein, jetzt wird noch nichts gegessen. Wir können auch noch ein bisschen Wasser ablegen. Dann sind wir jetzt bei 26. Perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt rüber. Auf der anderen Seite hoch. Und laden da den ganzen Ramsch ab. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir hier nicht auf die Wölfe treffen. War der Berg hier immer schon da, der Stein? Kommt mir gar nicht bekannt vor. So, Wolf irgendwo. Es wird langsam heller, das ist schon mal schön. Da drüben ist das Fleisch, da sind nochmal Lackporlinge. Die lassen wir aber erstmal links liegen. Okay, da drüben heult ein Wolf. Schnell hoch. Alter, was ist denn los da drüben? Gruppenversammlung. Wie mein letztes Jahr war. Glücklich. Ach ja. Geh zu. Wunderbar. Oh, da liegt ja schon was. Von unserer letzten Exkursion liegt hier noch Schrott, eine Fackel und Holz. Wie schön. So, was wird hier abgelegt? Zum Beispiel das Trinken. Dann ein bisschen Essen. Da brauchen wir nicht mehr alles.
Das frische Zeug legen wir mal hier ab. Ein paar Sachen behalten wir. Dann haben wir noch die Cracker. Das Fleisch, das ist in Ordnung. Okay. Dann die Steine. Gott, die müssen wir alle wieder aufsammeln. Das Gewehr behalten wir. Axt. Axt und Messer. Die Axt legen wir ab. Das auch. Den Verband, den Stock können wir ablegen. Das Schwarzbärenfell, wunderbar. Jetzt sind wir bei 17 Kilo. Das muss erstmal reichen. Die ganzen Streichhölzer summiert sich auch auf, wenn auch nicht viel. Rohrkolben brauchen wir noch für Zünder. Aber die Lupe zum Beispiel, die können wir da lassen. Jetzt haben wir 16 Kilo. Das muss reichen, dass wir hier quasi... Schauen wir mal, ob wir hier oben die Wölfe irgendwo sehen. Da rührt sich nichts, Gott sei Dank. Wir haben hier ja schon irgendwo einen Wolf mal gesehen und auch getötet. Das heißt, es kann wieder einer kommen. So, jetzt müssen wir runterklettern. Wir haben immer noch die Hälfte der Ausdauer. Werde aber trotzdem mal schlafen, bevor wir hochklettern. Ja, wir werden wahrscheinlich zweimal nicht hochklettern können. Dass man jetzt nochmal voll macht alles. Ne, das ist mir zu riskant. Ich habe keinen Bock, dass wir abstürzen. Jetzt so kurz vor dem Regionenwechsel. Vor dem lang ersehnten. Also, dann schlafen wir eine Runde. Ich würde sagen, das Gewehr lasse ich dann da. Dann sind wir absolut sicher, dass wir alles transportieren können. 4 Kilo. Es ist schnuckelig warm. Wir brauchen kein Feuer. Aber ein bisschen was zu trinken. Und was zu essen. Ah, immer vorher essen und dann erst trinken. Jetzt geht wieder 600 Kalorien. Jetzt geht das wieder runter. Sowas in tropisch könnte ich mir auch gut vorstellen mit Hitze und Co. Ja, wäre auch ganz schön. Ich habe anfangs mit dem Setting gar nichts anfangen können. Mittlerweile finde ich es richtig schön. Angenehm. Und ich habe mich dran gewöhnt. Und ich finde es auch, ja, es gibt ziemlich viel so Standard-Survival-Spiele. Und das hier ist so ein bisschen die Ausnahme. Gut, wir sind einigermaßen erholt. Wir trinken nochmal und stellen das Wasser dann wieder ab. Das brauchen wir aktuell nicht. Und dann gehen wir mal weiter und holen die restlichen Sachen. Und vielleicht, ich glaube fast nicht, dass wir auf der anderen Seite gleich nochmal hochklettern können. Ich glaube es fast nicht. Ist die Frage an mich gerichtet, die Norm? Mit dem Instrument. Oh, da drüben haben wir jemanden. Da ist ein Besucher. Das heißt, wir müssen Abstand halten. Oh Gott, Gott, Gegenwind. Oh Gott, ich komme ja gar nicht vorwärts. So, ich hoffe, der bleibt da drüben. Oh, komm schon. Ich habe mal Gitarre gespielt, sogar in der Band.
und Klavier auch noch. Und ich habe vor kurzem angefangen, Geige zu lernen. Aber alles mehr so hobbymäßig, so nebenbei. Ne? Also nichts jetzt irgendwie großartig Orchester oder sowas, sondern eher so Hobby einfach mal. So ein bisschen dudeln. Gut, dass wir keine Nachbarn sind. Das darfst du zweimal sagen. So. Die Sachen sind alle noch schön oben. Und dann gehen wir links vorbei am Wolf. Wenn der in dem Gebiet bleibt, dann ist es schön. Ich bin gespannt, was das hier an Zeug wiegt, das wir hier noch haben. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Die Steine könnte man theoretisch gleich hier lassen. Wir haben jetzt 23, das ist ja super, super gut. Wir haben immer noch die Hälfte, dann können wir auf der anderen Seite in jedem Fall hochgehen. Über die Hälfte. Jetzt dachte ich schon, der Wolf wäre hier. Ich habe kein Gewehr dabei. Habe ich überhaupt Messer zum Verteidigen? Ja, Messer haben wir da. Wenn Not am Mann ist, ich sehe ihn nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn der jetzt hier hochgewandert ist. I need to find food. Ich sehe ihn nicht. Okay, gut. Was hast du E-Gitarre gespielt? Garagenband-mäßig, okay. Ist ja super. Habe ich auch. Bei mir ist das mit der Band schon ein bisschen länger her. Da war ich so zwischen 16 und 18. Punkrock natürlich, Mensch. Nur Punk. Okay, wir schaffen es, aber er muss schon ein bisschen kämpfen. Gut, wir legen weitere Sachen ab, zum Beispiel die Steine. Ich würde fast sagen, auch Brecheisen, genau, dann das hier, wunderbar. Und den auch. Wir können das alles gar nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, wir sind jetzt dann so überlastet. Pakete auf. Gut, und dann gehen wir noch einmal runter, schlafen und gehen dann hoch. Und dann war es das aber auch. Erstmal gucken. Gott, bloß nicht runterfallen, ob irgendwo der Wolf rumläuft. Ich sehe ihn nicht. Es ist aber auch schon wieder die Sieg. Was Schwanks erzählen und trotzdem ordentlich zocken ist ein Skill für sich, da hast du recht. Ein Skill, den ich nicht beherrsche. Das kannst du gleich mal vergessen.
Vor allem, wenn ich irgendwelche Schwanks erzählen sollte, ich wüsste ja gar nicht, was. Ich habe viel gemacht, früher, gerade bandmäßig, aber das kann ich ja hier nicht erzählen. Das geht nicht. Das wird ja hier aufgenommen und dann anschließend nochmal auf YouTube hochgeladen. Ne. Ach so, das sind nur Krähen im Berg. Uiuiui. Das kann ich dir nicht erzählen, Mensch. Ob ich Unterricht nehme für Violine? Ja, habe ich. Ich hätte es eigentlich vorgehabt, einfach mal so, spaßeshalber ohne. Aber habe dann nach zwei, drei Wochen gemerkt, kann man vergessen. Das, also ich kann es vergessen. Ich kann das nicht. So, also jetzt müssen wir nochmal schlafen. Jetzt müssen wir nochmal schlafen, dann können wir abbauen. Wir haben hier immer noch angenehme Temperaturen. Und wir müssen was essen. Oh Mann, wir haben lauter Crap nur noch. Und jetzt ist es dann dunkel, wenn wir aufwachen. Und dann kommen wir Richtung Rätselsee. Und wenn wir... Oh, relativ hell noch. Und wenn wir im Rätselsee sind... Dann würde ich sagen, gehen wir gleich Richtung Lagerbüro. Wir haben ja Trapper's Homestead, haben wir schon komplett geplündert. Beim letzten Mal, als wir oben waren. So, wir sind immer noch gut gerüstet. Und dadurch, dass wir schon alles geplündert haben, okay, wir haben Nordlichter, das ist... Wir machen es trotzdem. Ich habe keine Angst vor dem Wolf. Also wenn du Bass oder Geige, Bass oder Gitarre oder so spielen kannst, dann kannst du auch Geige spielen. Du hältst einfach nur das Instrument anders. Also das geht schon, das ist aber halt, also bei mir ist es so, schon so, ich muss das Ganze mit Anleitung machen. Auch um mich dann selbst immer ein bisschen zu motivieren, weil es ist doch was anderes, wenn man selbst dann immer ja, übt und nicht vorspielen muss oder so. Ich bin ja in keinem Orchester oder so. Und wenn ich aber einen Lehrer habe, dann ist man gezwungen, dass man übt, dass man immer wieder ein bisschen nachprobiert und so. Und man will ja auch nicht als Dödel dann dastehen vor dem Lehrer. Und das ist dann nochmal ein bisschen Motivation. Sind die Griffe gleich für I zum Beispiel? Nee, das nicht. Das nicht. Das sind ja auch komplett andere Saiten. Also du hast da... aber ich meine, du musst halt auch Griffe greifen. Und musst die Saiten anschlagen. Bloß, dass du die nicht mit den Fingern oder mit dem Plektrum anschlägst, sondern dass du die halt mit dem Bogen streichst. Und das geht. Also, ich sag, wenn du Geige, wenn du Gitarre oder so spielen kannst, dann geht Geige auch. Aber dass du halt dann die richtigen Techniken lernst, dafür, denke ich mal, braucht man wirklich einen Lehrer. So, wir heben jetzt einfach mal alles auf hier. Wir haben 45 Kilo. Ich würde gerne den Schrott auch mitnehmen. 48 Kilo. Wir schauen mal, wie wir laufen können. Das geht. Wir können noch ganz gut laufen jetzt. Wir werden ein bisschen was verbrauchen an Essen, wenn wir... Während wir jetzt hier durchlaufen, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Wir können ja Pause machen in Trapper's Homestead. Wir können dort noch ein bisschen uns ausruhen bis zum Morgen. Bevor wir dann, damit wir nicht hier mit den Nordlichtern quer über die Rätselseekarte laufen. Auf der Grobmotorik-Skala für Saiteninstrumente geht es von Bass über Gitarre zu Violine. Das kommt halt immer darauf an, wie du was spielen willst.
Es gibt Basstechniken, die sind nicht als Grobmotoriker zu handhaben. Wenn du nur ein bisschen rumdödeln willst, dann geht das mit dem Bass, aber dann, das geht bei der Geige oder bei der Gitarre auch. Aber wenn du es richtig gut lernen willst, ich denke mal, da ist Bass genauso anspruchsvoll wie Gitarre. Kann mir das nicht vorstellen. Ich habe Bass nie gelernt, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil wenn ich dann anderen zuschaue beim Bassspielen, wenn die da ihre Riffs runterklopfen, holla die Walfe, ne? Also das ist schon, das muss man auch können. So, jetzt sind wir aber gleich hier weg mit dem Nordlicht, verabschieden wir uns von Milton, von der Gebirgsstadt und machen uns auf Richtung Rätselsee. Auch ein Gebiet, das ich noch kenne, ich habe es schon mal erwähnt, wo ich mich noch auskenne, das wir aber jetzt abgrasen müssen, einfach damit ich mehr, wo sollen wir die noch mitnehmen, haben wir Rohrkolben mit dabei. Ah, wir haben nur die Packungen dabei. Okay, wir bekommen am Rätselsee genug Rohrkolben. Auf alle Fälle ein Gebiet, das ich kenne und das wir jetzt erkunden, damit ich noch ein paar Gewehrpatronen finden kann. Das ist erstmal das Wichtigste, bevor wir dann in Gebiete vordringen, wo noch nie ein Mensch bzw. ein Tollfuß zuvor gewesen ist. Ich denke mal, wir brauchen in der Höhle die Fackel. Können wir gleich mal verbrauchen. Gott, jetzt wird es aber dunkel. Wir sind noch ein bisschen vom Tageslicht entfernt. Wir haben hier alles kartografiert. Da sind wir. Okay. Gut. Dann haben wir die erste Region überstanden. Heil, wir sind jetzt bei Tag 39. Mein bisheriger Rekord liegt bei, ich glaube, 55. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage hin, aber nicht mehr so viel. Wo ist die Fackel? Boom. 20% hat die nur. Was ist denn der Eingang? Bei allen Instrumenten ist es auch so, dass dir die Kinnlade runterfällt. Wenn du jemanden siehst, der das wirklich kann, da hast du recht. Ja, das ist immer so. Ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zither oder Tambourin oder Trompete oder so, wenn es einer richtig kann, das ist einfach, ja, das ist gut. Sonst könnte es ja nicht richtig. Dann würde man ja sagen, der kann es nicht richtig. Vielleicht schaffen wir es sogar mit der Fackel, dass wir noch durchkommen. Ich glaube, das ist gar nicht so wild. Hier geht es, glaube ich, nach links. Gott, die Fackel ist für den Arsch. Ich sehe nichts mehr.